Das ist schon nicht schlecht, was die Indizes aktuell hinlegen. Und manch einer ist versucht zu sagen, der Bär ist endgültig erlegt. Es kann ja nur noch nach oben gehen. Und tatsächlich sieht es aktuell so aus. Keine Sorge, ich werde euch, ich habe nämlich viele Hinweise bekommen, Mensch, bei den Ständen, bei den Entwicklungen, es ist doch klar, jetzt gibt es neue Allzeithochs in allen Märkten. Das ist doch schon festgelegt. Wie wahrscheinlich das Ganze ist, das will ich in Kürze mal in einem übergeordneten Video mal mir anschauen, indem ich mal angucke, wie die Situation dort aussieht. Also erwartet da in Kürze, in den nächsten Tagen wahrscheinlich einen Beitrag dazu, wo ich das Ganze im ganz übergeordneten Bild beleuchte. Ist es denn realistisch, dass wir das hier unten nochmal bekommen? Oder ist das ganz klar, dass das nicht passiert? Oder sogar der Hinweis, Mensch Rüdiger, du warst das doch der mit DAX 8000. Ist doch eine Lachnummer, oder? Das wollen wir uns angucken. Aber nicht heute, denn das Index-Update am Nachmittag wäre dafür der falsche Ort. Wir wollen jetzt gucken, mit was ist heute noch zu rechnen oder die nächsten Tage von mir aus, damit ihr ein bisschen eine Orientierungshilfe habt. Deshalb lassen wir das übergeordnete, ganz große Bild in diesem Moment mal außen vor und schauen uns das Nahkampfszenario mal an. Und da habe ich den S&P hier und wir sehen, dass wir hier aktuell in einer Abwärtsbewegung sind. Und wenn ihr euch diese Abwärtsbewegung anguckt, was habt ihr für eine Vermutung? Ist das eine starke Bewegung? Ist es eine schwache Bewegung? Das kann man jetzt mal so vereinfacht. Oder anders, ist es eine korrektive Bewegung oder ist es eine impulsive Bewegung oder eine Impulsbewegung? Wir erinnern uns, korrektiv ist gegen den Trend. Korrektiv, haben wir gesagt, ist entweder dreiwellig oder ist von mir aus mehrmals hin und her, dann aber mit den Gegenbewegungen, die sich überschneiden. Nun machen wir das doch mal auf dem Prüfstand. Das ist die Bewegung, das war abwärts. Wir hatten hier eine Gegenbewegung. Ja, okay, die sehe ich. Wir hatten hier eine kleine, die ist natürlich nicht direkt vergleichbar mit der. Und wir hatten hier eine Gegenbewegung, die ist zwar nicht ganz so groß wie die, aber letztlich, egal welche wir hier nehmen, das ist überschneidend. Also es hat einen sehr hohen Verdacht, dass das, ich male das mal mit dem Fettfinger hinterher auf dem Bildschirm, damit ihr das seht, in blau eingefärbt, so ganz grob. Wenn ich das jetzt mal, ohne jetzt das Superdetail, impulsmäßig ist das nicht. Das wäre also korrektives Muster. Wenn das aber ein korrektives Muster ist, ist es in die falsche Richtung. Dann müsste es in die, wenn vorher starke Richtung weitergehen. Jetzt gucken wir mal, hatten wir denn vorher eine starke Richtung? Boah, würde man doch fast schon sagen. Hoch. Pause, hoch, Pause, hoch. Manche eine wird sagen, das könnten Fünfweller sein mit überlappungsfreien Korrekturenmustern. Und dann müsste es korrektiv in die Gegenrichtung gehen. Korrektiv immer wie weit? Können wir mal gucken. Klassischerweise, erinnert euch, in die blaue Kiste, da sage ich immer, geflügeltes Wort, in die blaue Kiste muss er fahren, so ungefähr 38, 20, 50, 61, 8, bisschen drüber, ein bisschen drunter, hat er erreicht. Das heißt, eigentlich ist das, was wir hier sehen, korrektiv, hinreichend groß, um eine ordentliche Korrektur dieses Anstiegs zu sein. Dieser Anstieg haben wir gerade festgestellt mit Pause hier und Pause da, ist überlappungsfrei, denn diese Pausen hier überschneiden sich nun überhaupt nicht, anders als wir es hier in Abwärtsbewegung haben, lässt vermuten, dass weiterhin die Aufwärtsrichtung die richtige ist, wir also Kurse auch oberhalb dieser Marke noch erwarten können. Dazu müsste es ausgehend von diesem Tief möglichst steil und überlappungsfrei nach oben gehen. Schnellcheck bisher. Einmal wackelig runter, soll ich es hier nochmal ein bisschen auseinanderziehen. Ich gehe mal, nur einfach, dass wir es sehen, auf Minutenchart. Dann seht ihr, das ist immer wieder das Gleiche. Das ist eine Aufwärtsbewegung, das ist eine Abwärtsbewegung. Entscheidet ihr auf den ersten Blick, ist die dreiwellig? Ist dreiwellig, höchster Punkt, tiefster Punkt, dreiwellig. Ist sie tief genug? Dafür müsste sie hier runtergehen in die blaue Kiste. Sie ist in der blauen Kiste. Da das eine Bewegung ist, die hier von oben gekommen ist, ist das die erste Welle. Und meine Erwartungshaltung ist, dass sich das hier hinten fortsetzt. Und das hat sich hier ja auch bewahrheitet. Das ist jetzt eine olle Kamelle, so von wegen, warum zeigt er uns das alte Bild? Ich wiederhole das so lange, bis ihr sagt, ja, jetzt sehe ich selber, jetzt muss ich mir das gar nicht mehr angucken. Ich habe es ja verstanden, jetzt kann ich das hier auch ohne dich.
so lange mache ich das, bis ihr das seht und bis ihr das nachvollziehen könnt und möglichst sinnvoll da eure Trades ableiten könnt. Das ist jetzt hier Geschichte, das war nur eine Leseübung, aber eine, die euch zeigt, es spielt gar keine große Rolle, ob das hier im Minutenchart ist oder ob das vielleicht später auf noch größerer Ebene irgendwo zu sehen ist oder wie wir es hier vorher hatten im 5-Minuten- oder 15-Minuten-Chart, wo wir diese Situation vor ein paar Tagen hier angesprochen hatten. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe es ja mehrfach hier erwähnt, oder jetzt hier sogar mit dem ABC hier. Ihr seht, das Ganze ist auf jeden Fall auch hier anwendbar. Also Erwartungshaltung, dass wir durchaus dieses Hoch da oben nochmal durchstoßen. Oder müssten wir vielleicht sogar dieses hier nochmal bekommen, also richtig weite Ziele. Vorsichtig, dieses vorne nochmal nach hinten gilt immer dann, wenn das eine erste Welle ist. Jetzt müssen wir mal gucken, ist das denn eine erste Welle? Wie können wir das festlegen? Wo kam der Kurs vorher her? Nee, er kam von unten. Es ist also keine erste Welle. Zumindest mal nicht zwingend. Erste Welle ist immer ganz einfach. Wenn der Kurs so war, dann seht ihr sowas. Dann kann man sagen, ja, das war eine erste Welle hoch, das war die Korrektur. Dann ist das, was wir vorne haben, da hinten nochmal. Echtes Tief, weil der Kurs kam von oben runter. Aber in diesem Fall, das war das spannende Ding, aber der Kurs kam nicht von oben, er kam von unten. Ich kann also nicht sagen, dass das eine erste Welle ist. Vielleicht ist das eine interne oder sonst irgendwas. Das kann ganz kompliziert und komplex richtig sein, dass es sehr weit noch geht. Aber das kann ich nicht von vornherein festlegen. Im Sinne der kaufmännischen Vorsicht kann ich also nicht sagen, das, was wir hier haben, passiert hier hinten nochmal. Es ist möglich. Aber was ich mir ziemlich sicher vorstellen kann, ist, dass wir zumindest mal dieses Hoch rausnehmen, denn das Hoch wird im Regelfall gerne erst nochmal überschritten. Das ist jetzt zwar nicht mehr so arg viel an Entfernung, wir können aber umgekehrt sagen, solange jetzt die Aufwärtsbewegung stark bleibt und Abwärtsbewegung schwach, naja, bleiben wir halt auf der Long-Seite. Also ihr seht, wie man sich das erarbeiten kann. Ihr seht, warum hat er uns das nicht vorher gezeigt? Naja, die Videos sind halt typischerweise um die Uhrzeit und ich muss gestehen, ich habe zwischendurch auch andere Aufgaben und bis ich euch auf Minutenbasis ein Video zugänglich mache, da ist die Geschichte natürlich längst erledigt, aber ich möchte, dass ihr das selber seht, egal auf welcher Zeitebene ihr seid, das Prinzip ist so häufig immer wieder das Gleiche, dass ihr sagen könnt, wann immer ich sehe, ich verpasse das, aber wenn ich sehe, mache ich das mal mit als Trade. Egal auf welcher Zeitebene ihr das seht, oder welche ihr für euch eben umsetzen wollt. Also, noch ist die Aufwärtsrichtung die richtige. Auch wenn ich übergeordnet ja immer wieder sage, die Abwärtsseite halte ich noch für möglich. Darüber werden wir in Kürze sprechen. Ist das Bild wirklich noch realistisch? Spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Jetzt zu shorten wäre aus meiner Sicht überhaupt nicht angebracht. Denn noch sind zumindest mal beim S&P 500, hier seht ihr den Future, deshalb das komische Kürzel ES, sind die Marktteilnehmer nicht gewillt, auf die Verkaufsseite zu gehen, sondern sind immer noch auf der Suche auf der Long-Seite. Heute nochmal ganz spannend. Heute ist Freitag. Das heißt, wir haben eine tolle Woche hinter uns, was die Bewegung angeht. Werden die Marktteilnehmer daran glauben, dass es Montag weitergeht nach oben? Dann werden sie sicherlich die Position nicht glattstellen, also kein Verkaufsdruck bis zum Feierabend. Wenn die Marktteilnehmer sagen, oh, wer weiß, wie es nächste Woche weitergeht, wird es vielleicht im weiteren Tagesverlauf irgendwann zum Dreh kommen und dann wäre es zu überlegen, auf die Short-Seite zu gehen. Ich erwarte das aktuell nicht, aber wer weiß schon, was passiert. So wie ich es jetzt gezeichnet habe, würde es auch bis in den Montag reingehen, aber es wäre natürlich auch möglich, dass das heute Abend im Kleinen, hier im 5-Minuten-Chart, das ist jetzt 15, aber im Kleinen passiert, achtet ein bisschen drauf. Wenn ihr scharfe Abwärtsbewegungen seht mit wackelig nach oben, bedeutet das zumindest, dass es das, was wir vorne haben. Das sind alles keine Beweise, dass es jetzt um 800 Punkte nach unten fällt. Denkt immer dran, erste nochmal nach hinten. Aber das ist ja auch schon mal ganz toll als einen kleinen Zwischentrade für die Short-Seite. Und wer wirklich glaubt, es ist Chance auf mehr, muss ja nicht alle Gewinne hier mitnehmen, zieht einen Stop einfach nach und lässt laufen für den Fall, dass es wirklich weiterläuft. Ja, das ist dann eine andere Geschichte. Ich bin gerne Gewinnmitnehmer oder nehme nur einen Teil des Gewinns mit und lasse den Rest laufen. Das sind alles Varianten, die ich gut finde. Das müsst ihr für euch rausfinden, womit ihr glücklicher werdet. Manchmal ist das eine besser, manchmal das andere. Es sollte aber so sein, dass es euch nicht dauernd gegen den Strich geht, dass ihr sagt, ah, jetzt habe ich mehr Gewinn verpasst. Andere sagen sich,
Jetzt habe ich von dem Gewinn wieder was abgegeben, den ich schon hatte, will ich nicht und nehme ich lieber mit. Das müsst ihr gucken. Beides ist aber logisch nachvollziehbar. Ihr müsst nur an das Stop-Nachziehen denken, was ich heute aber nicht so sehr in Fokus bringen will. Wir haben häufig drüber gesprochen, zum Beispiel aufgrund dieser Punkte hier oder welche auch immer ihr dann entsprechend nehmt. Ihr erinnert euch an die letzten Tage. Grundsätzlich ist es natürlich sehr ähnlich beim Nasdaq hier. Das ist der Nasdaq Future, der E-Mini-Nasdaq Future. Wir hatten hier die starke Aufwärtsrichtung hier vorne, das ist schon mal ein gutes Zeichen, ist allerdings nicht die erste Bewegung. Kurs kam ja schon von längerer Zeit von unten. Also insofern kann das sogar die letzte Bewegungswelle sein. Allerdings das, was wir hier im Moment sehen, macht ebenfalls einen korrektiven Eindruck. Also auch hier meine Erwartungshaltung, oh, 13.000, ich würde mich nicht wundern, wenn wir die noch erreichen. Vielleicht nicht zwingend heute. Aber generell ein Überschießen dieser alten Hochmarke wäre bei dem Anstieg durchaus nachvollziehbar. Und wenn wir doch schon so schön steigen, wie wir hier steigen, wartet doch auf die nächsten kleinere interne Korrektur, um dann das, was wir hier haben, nach hinten nochmal fortzusetzen. Und dann sind wir vielleicht bei 13.000 und je nachdem, wie die Symmetrie das nachher dann erlaubt, vielleicht ja sogar ein bisschen höher. Ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt. Sonst fragt nach, dann. Ich lese die Kommentare leider nicht immer, ich komme nicht dazu, aber doch immer wieder. Das heißt, wenn ich dann häufiger sehe, dass es da Fragen gibt, will ich das natürlich dann gerne auch mit aufnehmen oder dann nochmal erklären im Einzelnen, wie das ist. Aber ich habe es eben ja mit der Projektion schon mal versucht anzureißen. So, und der Dow Jones, der ist doch eh immer ein bisschen anders unterwegs. Ja. Also zumindest fällt auf, dass das, was wir hier haben, längst nicht so impulsiv aussieht wie das, was wir bei den anderen Indizes hatten. Den anderen beiden. Das sieht für mich sehr korrektiv aus. Allerdings ist das letzte Teilstück von hier nach da steil und ist das letzte Abwärtsteilstück hier korrektiv. Das heißt, so übergeordnet korrektiv dieser Anstieg auch aussehen mag, das Ende, was wir hier haben, macht eher den Eindruck, dass wir durchaus noch mal einmal nach oben gehen könnten, also auch hier noch mal höhere Hochs erwarten können, denn das ist ganz klar korrektiv und dementsprechend meine Erwartungshaltung eher für die Long-Seite. Das mache ich jetzt nochmal in groß. Jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie messen können. Ich mache immer einen kurzen Vergleichstester. Ich gehe mal hier im 15-Minuten-Chart, dann habe ich nicht so viele Einzelkerzen. Fällt das Zeichnen meistens ein bisschen einfacher. Das ist so der letzte Anstieg. Wir wissen, eigentlich ist der Rücksetzer der Korrektive bis in den Bereich. Wir sind hier ein bisschen tiefer gekommen. Aber wir sind noch nicht auf meine Killermarke. Wenn er 78,6, dann sage ich ja, ich bin da raus. Ist zwar sehr tief, aber er ist auf der anderen Seite sehr dynamisch hier. Das wollte ich eigentlich anders. Sehr dynamisch hochgekommen. Er hat jetzt hier letzte Tief, vorletzte Tief, diese hier, wobei die finde ich auch okay. Also er hat den Trigger hier erreicht für die Long-Seite. Und Erwartungshaltung ist tendenziell, dass wir so eine Fortsetzung nach oben nochmal bekommen. Wenn es eine 1 zu 1 geben könnte, würde die ja sogar noch bis hier oben laufen. Allerdings auch hier, das ist nicht die erste Bewegung. Der Kurs kam von unten, ihr erinnert euch. Also ist es nicht sicher, dass er die erreicht, aber relativ wahrscheinlich, dass er da drüber geht. Das heißt, meine Zielerwartung ist jetzt mal so ganz grob, zumindest mal diese Box, wer es nicht ablesen kann, ungefähr 34.420, das ist der Dow Jones Future hier, bis ungefähr 34.600. Bitte nicht jetzt auf Millimeter genau gucken. So exakt ist die Charttechnik nicht. Aber das wäre ein klassisches Bild, wo der Kurs ohne weiteres hingehen kann. Ist das also ein guter Trade, hier einzusteigen? Ich finde es nicht so toll. Warum nicht? Weil mein Stop müsste hier drunter liegen oder ungefähr hier bei der 78er. Ihr erinnert euch, wie ich das immer herleite. Tiefster Punkt bis zum Ausbruchspunkt und dann ist die 78er hier, habe ich ganz gut getroffen. Machen wir die anderen mal weg, hier brauchen wir nicht mehr. Das wäre quasi die Stop-Marke und dann ist mir dieses CRV, dieses Risiko und dieses Gewinnverhältnis, also Chance-Risiko-Verhältnis, bis zum Mindestziel hier, wenn es ein bisschen drüber geht, wird es besser, nicht so toll ausgeprägt. Das heißt, wenn ich die Wahl habe, S&P, Nasdaq oder Dow zu handeln, würde ich im Moment doch lieber die anderen wahrscheinlich handeln oder aber darauf warten, das finde ich die schönste Lösung, dass ich hier nochmal einen kleinen Wackler runterkriege, um dann hier einzusteigen und diese Situation zu handeln mit trotzdem diesen Zielen hier oben.
Also mein Wunschszenario, dass wir hier in den nächsten Stunden, vielleicht heute Abend noch, notfalls auch am Montag erst, irgendwas Korrektives bekommen. Kann auch von höher sein, aber früher oder später korrektiv. Dann können wir das, was wir vorne haben, hinten nochmal erwarten und können dann auch ablesen, in etwa an der Projektion, wie weit das nächste Ziel dann entsprechend läuft. Aber alles, was ich erzähle, scheint für die Aufwärtsrichtung zu sprechen und tatsächlich, charttechnisch sehe ich im Moment null Druck für die Abwärtsseite. Alles, was wir hier sehen, sind klare Zeichen, dass abwärts druckfrei funktioniert und die Aufwärtsrichtung die vorläufig bevorzugte ist. Kleiner Warnhinweis, das kann sich schlagartig ändern mit so einer Bewegung, die anschließend sowas macht, dann ändert sich das Bild auf mindestens das da vorne. Nochmal für die Geschichte, wenn das die erste Welle ist, also sprich von einem höheren Punkt idealerweise, dass es dann eben entsprechend sich dreht. Also ihr seht, das wäre ein Anzeichen. Und wer jetzt sagt, nee, ich muss ja vorher wissen, ob er dreht, ja, ich muss die Lottozahlen auch immer vorher wissen. Das weiß kein Mensch, ob der jetzt dreht. Wer weiß denn, was heute Nachmittag hier noch Schlimmes passiert oder Schönes passiert, je nachdem, dass dann sowas passiert. Das werden wir erleiden müssen. Dafür ist ein Stopp da, beziehungsweise irgendeine Nachziehlogik. Das ist ein bisschen zu eng jetzt hier für diese Verlaufsmuster vielleicht. Oh, weiß ich nicht. Hier, wenn der jetzt hier hochkommt, ist es vielleicht ganz okay. Aber dafür sind diese Stops gedacht, damit man eben sagen kann, das weiß ich nicht, ob das kommt, aber da muss ich nicht drunter leiden. Wenn es nicht kommt, bleibe ich weiter auf der Gewinnseite. Wenn das kommt, habe ich einen beschränkten Verlust oder einen beschränkten Abgang meines Buchgewinns, Rückgang meines Buchgewinns sozusagen, wenn er dagegen ist. Weiß dann aber, was ich als nächstes wieder mache, wenn so eine Korrektur da kommt. Ja, ich verstehe das immer gar nicht, dass viele dann sagen, ja, aber ich muss doch vorher wissen, dass das passiert. Ja, aber welchen Wahrsager wollt ihr denn anrufen, der euch das vorhersagt? Allerdings, wenn ihr sowas seht, so wie hier jetzt, dass ihr auf einmal, obwohl es hier eine Aufwärtsrichtung gab, eine scharfe Bewegung runter gab und wackelig hoch, dann wisst ihr, vorläufig geht es erst nochmal nach unten. Vielleicht sogar ja noch weiter, das weiß dann kein Mensch, aber vorläufig geht es dann runter und so könnt ihr eure Orientierung relativ zeitnah umstellen. Natürlich nicht in Echtzeit, dass man sagt, ich würde es vorher da oben schon gerne mitnehmen. Ja, das würden alle gerne. Aber spätestens, wenn ich diese Indikation habe, das muss ich wohl erleiden und das bekomme, habe ich eine sehr realistische Chance, dass ich das dann entsprechend mitnehmen kann und eben nicht mehr auf der falschen Seite, sondern mich hoffentlich auf der richtigen Seite positioniere. Solange das nicht passiert, offensichtlich Amerika komplett auf die Long-Seite eingeschossen. Und der DAX? Na, ebenfalls hat sich zu gestern nicht viel verändert. Nochmal ganz kurz das Bild von gestern, das hatten wir hier gebracht. Jetzt machen wir hier vielleicht die nächste Pause. Einmal noch nach oben finde ich hier auch gut. Dann hätten wir hier auch intern 1, 2, 3, 4 und das ist die fünfte der fünften, der fünften. Ja, das Bild hatte ich gestern schon mal gezeichnet, nur dass wir heute die vierte Welle dazu bekommen haben, mit hoffnungsvoller Erwartung, dass das korrektiv ist und wir anschließend noch mal einmal nach oben gehen. Also auch der DAX zumindest noch mal für die nächsten Stunden, vielleicht auch noch in den Montag hinein, eine Aufwärtsbewegung hat. Aber dann wird irgendwann die Stunde der Wahrheit schlagen, ob nicht nach diesem Szenario irgendwann mal dieses Szenario, diese Korrektur erfolgt. Wenn es wirklich eine Korrektur ist, alles Babene mit Erwartungshaltung für Fortsetzung nach oben später. Wenn es nicht eine Korrektur ist, sondern so läuft, oh, warm anziehen, dann geht es noch weiter runter. Welches passiert? Da können wir jetzt alle raten. Wir können jetzt Mutmaßungen machen. Ja, wenn das passiert und jenes und ich vermute, dass das passiert, da werden wir alle nicht wissen. Wir werden es abwarten müssen, was von dem passiert. Aber ich muss nicht long sein, egal ob das passiert oder das passiert. Also jetzt rausgehen? Nein, ich bleibe dabei, nicht rausgehen, denn diese Rücksetzer, wenn sie denn erfolgen, werden groß genug sein, dass ihr auch mit dem Nachziehstopp, die wir jetzt ja mehrfach besprochen haben in den letzten Tagen, ganz gut landen könnt, denn die Erwartungshaltung ist 13.800 ungefähr oder eben unter Umständen auch dramatisch mehr, was sich im Moment nicht erkennen lässt, aber was durchaus noch machbar ist. Aber ich habe es ja schon angekündigt, das erkläre ich euch in dem übergeordneten Video irgendwann in den nächsten Tagen, warum es sogar jetzt noch DAX 8000 heißen kann, obwohl es so abwegig zu sein scheint. Aber es ist keine Ankündigung, dass das passiert, es ist nur eine Ankündigung, dass ich das Video dazu in Kürze bringe. Bitte nicht falsch auffassen und um Himmels Willen jetzt nicht schon mal pauschal auf den Short-Button drücken, denn das wäre eine Falschannahme
aus dem, was ich da gerade gesagt habe. So, in diesem Sinne euch erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, viel Erfolg an den Märkten und bis zum nächsten Beitrag.